Das Thema von heute ist, wie sind die Verse zu verstehen im Koran, wo Allah darüber spricht, dass er über seinem Thron ist. Wie sind diese Verse zu verstehen im Lichte der Verse, die Allah, die jede Ähnlichkeit Allahs mit seiner Schöpfung negieren. Wie sind die zu verstehen? Das heißt, das Thema ist nicht, ist Allah wie ein Mensch oder ist Allah der Schöpfung gleich? Weil das wird behauptet, dass wir sagen würden, Allah ähnelt der Schöpfung, Allah ist ein Fleischklops, der irgendwo im Himmel sitzt. Und das ist eine Lüge, ist das. Sondern wir sagen ganz klar, Allah subhanahu wa ta'ala, laysa kamithli shay. Nichts und niemandem ähnelt er. Aber wie habe ich den Vers zu verstehen, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Ar-Rahmanu al-Arshi stawa, der Allah ist über den Thron. Sure 20, Vers 5 und an 6 anderen Stellen im Koran. Oder Sure 70, Vers 4. Engel und der Geist steigen zu ihm auf in einem Tag, der 50.000 Jahre nach eurem Messen misst. Oder Sure 67, Vers 16 und 17, wo Allah sagt, seid ihr sicher vor dem, der im Himmel ist? Oder seid ihr sicher vor dem, der über dem Himmel ist? Oder Sure 16, Vers 15, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Sie fürchten ihren Herrn, der über ihnen ist. Oder Sure 35, Vers 10. Ilayhi yas'adul kalimu tayyibu. Zu ihm steigt das gute Wort empor. Oder Sure 3, Vers 55. Ya Isa, inni mutawafika wa rafiuka ilayhi. O Isa, ich werde dich abrufen und zu mir emporheben. Oder Sure 4, Vers 159, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, bel raf'u Allahu ilayhi. Oder der Hadith vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, lamma khalaqallahu al-khalq kataba fi kitabi wa 'indahu fawq al-arsh, als Allah die Schöpfung erschuf, schrieb er in ein Buch, das bei ihm über den Thron ist. Was immer gerne gradiert wird von den Leuten. 'Indahu, bei ihm. Oder der Hadith, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu der Jariya sagt, ein Allah, wo ist Allah? Wenn du diese Leute fragst, was sagen sie? A'udhu billah. Diese Frage ist nicht erlaubt. Da frage ich, wer ist denn jetzt aus Sunnah? Die Leute, die sagen, die Frage, ein Allah ist erlaubt. Oder die Leute, die sagen, die Frage ist nicht erlaubt. Der Prophet hat gesagt, ein Allah. Und wie hat die Jariya erlaubt? Fisama. Was sagen sie dazu? A'udhu billah, das ist Kufr. Wer folgt dem Propheten? Wer ist auf der Sunnah? Über dem Himmel. Wo? Ganz klar. Isra al-Miraj, der Prophet sallam geht hoch in den obersten Himmel. Er kommt runter zu Musa, 6. Himmel. Er sagt, Irji ila Rabbik, kehre zurück zu deinem Herrn. Irji ila Rabbik, kehre zurück zu deinem Herrn. Wo ist er dann nach hingegangen? Nach unten oder nach oben? Nach oben, zu seinem Herrn. Und viele andere Beispiele. Wie ist das zu verstehen?